Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich zu den möglichen Auswirkungen auf die Menschen durch die sogenannte Billigfliegerstrategie komme, möchte ich erst einmal ein paar Zahlen in den Vordergrund stellen. Im Jahr 2012 gab es am Frankfurter Flughafen insgesamt ca. 482.000 Flugbewegungen mit insgesamt 57,5 Millionen Passagieren. Bis 2016 sank die Zahl der Flugbewegungen auf 462.000 und die Anzahl an Passagieren stieg auf 60,8 Millionen. Folglich kann man feststellen, dass in Sachen Auslastung pro Flug sich so einiges zum Positiven entwickelt hat, wenn in diesem Zeitraum 20.000 Flüge weniger stattfinden, aber insgesamt über 3 Millionen mehr Passagiere geflogen sind. Für das Jahr 2017 liegen die Zahlen noch nicht vollständig vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass in diesem Jahr insgesamt 64 Millionen Passagiere über den Frankfurter Flughafen geflogen sind und die Flugbewegungen leicht angestiegen sind auf etwa 475.000. Mit dem Bau des dritten Terminals soll bis 2023 die Kapazität für 14 Millionen weitere Passagiere hergestellt werden, was wiederum deutlich über 100.000 zusätzliche Flugbewegungen pro Jahr bedeuten wird, was natürlich sehr schädlich ist für die Fluglärmproblematik. Seit diesem Jahr ist der Billigflieger Ryanair am Frankfurter Flughafen vertreten, was auch ein Indikator dafür ist, weshalb die Zahlen der Flüge gestiegen ist. Für das kommende Jahr wurden im Billigsegment große Ziele von EasyJet und Eurowings angekündigt. So viel zum Zahlenwerk. Viele Mainzer und Rheinhessen sehen ihre Lebensqualität zu Recht durch den Fluglärm aus Frankfurt eingeschränkt. Unbestritten sind inzwischen auch die gesundheitlichen Gefahren durch Fluglärm. In einer aktuellen Studie bestätigt das Bundesumweltamt, dass es als gesichert zu erachten sei, dass chronischer Fluglärm den Blutdruck beeinflusst und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Es besteht also akuter Handlungsbedarf, nicht nur für die hessische, sondern auch für die rheinland-pfälzische Landesregierung. Die scheint allerdings erst einmal intern ihre Richtung abklären zu müssen. So wird mir aus den jüngsten Pressemitteilungen nicht klar, wie die Landesregierung zu den jüngst vereinbarten freiwilligen Lärmobergrenzen für den Frankfurter Flughafen steht. Ministerin Höfken hat am 8.11. verlauten lassen, die Deckelung sei ein Schritt in die richtige Richtung. Die SPD auf beiden Seiten des Rheins kritisiert dagegen zu Recht die freiwillige Lärmobergrenze und bezeichnet diese als Placebo. Da es bei der Nichteinhaltung keine Sanktionen gibt. Ist die freiwillige Lärmobergrenze nun Placebo oder ein Schritt in die richtige Richtung? Aus Sicht der AfD ist es klar Placebo. Seitens der AfD-Fraktion ist es uns wichtig, pragmatische und realistische Ansätze für eine faire Fluglärmreduzierung zu liefern. Auch wenn ein steiler Anflugwinkel inzwischen die Regel ist, wird es nicht von allen Piloten eingehalten. Ein steiler Anflugwinkel sorgt dafür, dass das Flugzeug erst später mit dem Sinkflug beginnt und folglich auch einen deutlich kleineren Bereich mit Lärm tangiert. Des Weiteren können moderne Assistenzsysteme dem Piloten dabei helfen, leiser zu landen und das mit dem positiven Nebeneffekt eines sinkenden Kerosinverbrauchs. Weiterhin sollte auch die Prozessoptimierung vorangetrieben werden, sodass weniger Warteschleifen im rheinhessischen Luftraum entstehen. Es wurden in den letzten Jahren schon große Fortschritte dabei erzielt, die Flugzeuge leiser zu machen. Das sieht man am Lärmteppich moderner Flugzeuge. So ist der Lärmteppich eines neuen Airbus A320 nur noch halb so groß wie der eines Airbus aus dem Jahr 1988. Hier sollte dafür Sorge getragen werden, dass die Forschung in diesem Bereich stark vorangetrieben wird. Wenn man jedoch für 9,95 Euro von Frankfurter Flughafen auf die Balearen fliegen kann, stellt sich natürlich die Frage, wie modern sind diese Flugzeuge? Es ist also stark zu befürchten, dass die Billigflieger wieder ältere und damit auch lautere Flugzeuge einsetzen. Dies wäre angesichts der voraussichtlich stark steigenden Anzahl an Flugbewegungen katastrophal für die Menschen in der Region. Eine weitere Möglichkeit, dies zu unterbinden, wäre die Lärmentgelte beim Start und bei der Landung deutlich für ältere Maschinen zu erhöhen. Und zuletzt muss auch die schon von den Vorrednern angesprochene Nachtruhe am Frankfurter Flughafen strikt eingehalten werden. Es kann nicht sein, dass sie durch Verspätungen, die Ryanair selbst verursacht, immer wieder gebrochen wird. Für die Zukunft sollte vorausgesetzt werden, dass auch bei weiter steigenden Passagierzahlen der Fluglärm sinkt. Durch Forschung,
Prozessoptimierung und bessere Auslastung bei den Flügen. Natürlich ist der Flughafen der wichtigste Arbeitgeber dieser Region. Dies ist jedoch kein Blankoscheck für die Gewinnmaximierung. Der Bürger sollte an dieser Stelle immer im Vordergrund stehen. Danke.